Immer wieder berichte ich hier von Menschen, die auf die rätselhaftesten Weisen verschwinden. Einige von ihnen tauchen wieder auf, nach anderen wird bis heute gesucht. Doch heute erzähle ich euch von einem Fall, auf den beides zutrifft. Heute erzähle ich euch die Geschichte der US-amerikanischen Lehrerin Hannah Upp. Die Geschichte der Frau, die dreimal verschwand. Bevor wir aber mit dem Video beginnen, möchte ich euch kurz noch BookBeat vorstellen. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich immer zum Einschlafen oder wenn ich unterwegs bin, Hörbücher höre. Und dafür ist BookBeat natürlich die perfekte App. Wenn man tagtäglich hunderte von Seiten liest, hat man nicht mehr so viel Lust, auch noch in seiner Freizeit zu lesen. Fürs WDR muss ich jetzt auch schon längere Strecken mit dem Auto fahren. Und da ist es mega praktisch, dass man BookBeat auch über CarPlay oder Android Auto hören kann. Da muss ich nicht extra aufs Handy gucken. Auf der letzten Fahrt habe ich auch ein mega interessantes Buch angefangen. Ich habe euch ja jetzt schon einige Bücher vorgestellt. Einige davon waren auch eher seichte Unterhaltung. Aber das Buch ist was ganz anderes. Ich bring dich um. Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft. Von Nala Saimeh, einer forensischen Psychiaterin, die lange eine forensische Psychiatrie geleitet und als Gutachterin bei bekannten Kriminalfällen gearbeitet hat. Also sie kennt sich extrem gut mit verschiedensten Arten von Gewalt aus und präsentiert diese anhand von Fallbeispielen in ihrem Buch und erklärt sie auch noch. Wirklich extrem spannend. Immer wenn ich weiterhöre, möchte ich eigentlich gar nicht mehr aufhören. Wirklich eine absolute Empfehlung. Solltet ihr euch dafür nicht interessieren, könnt ihr natürlich auch selbst nach Titeln suchen oder ihr bekommt welche vorgeschlagen. Und wenn ihr den Promocode Insolito eingebt, könnt ihr BookBeat für 2 Monate kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr möchtet. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Einfach draufklicken und loshören. So, und jetzt zum visuell aufwendigsten Video, das es jemals auf dem Kanal hier gegeben hat. Hannah Upp wurde im Jahr 1985 geboren und wuchs in Salem, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Oregon, auf. Oregon liegt an der Westküste und die Temperaturen dort sind durchwachsen und der Niederschlag selbst in trockenen Monaten außergewöhnlich hoch. Gemeinsam mit ihrer Mutter Barbara, ihrem Vater David und ihrem Bruder Dan wächst Hannah im Umfeld der japanisch-amerikanischen Kirche auf. Ihre Eltern arbeiten auch als Pastoren. Zwar sind beide Elternteile Amerikaner, doch Hannahs Mutter Barbara hat einen engen Bezug zu Japan und engagiert sich dementsprechend gerne in der Gemeinde. Als Hannah 15 Jahre alt ist, lassen ihre Eltern sich scheiden, woraufhin Hannahs Vater die Familie verlässt, um in Ländern auf der ganzen Welt Gospelunterricht zu geben. Natürlich ist die Trennung der Eltern für Hannah und ihren Bruder ein einschneidendes Erlebnis, zumal der Vater zeitweise in weit entfernten und exotischen Ländern auf anderen Kontinenten lebt. Doch dem Vater und seinen Kindern gelingt es, weiterhin ein gutes Verhältnis und regelmäßigen Kontakt zu haben. Hannah besucht ihn sogar regelmäßig im Ausland und geht gemeinsam mit ihm auf Reisen. Nach ihrem Highschool-Abschluss in Oregon zieht sie nach Pennsylvania, um dort die Bryn Mawr Universität zu besuchen, wo sie sich einer evangelischen Campusgemeinde anschließt. Eine Freundin, die Hannah an der Universität kennengelernt hat, sagt später auf Hannahs Religiosität bezogen Folgendes in einem Interview. Hannah wusste, dass sie ein offenherziger Mensch ist, aber ich glaube, im Grunde hatte sie keine Ahnung davon, wer sie eigentlich ist. Sie wollte sich selbst immer anderen Personen oder großen Ideen verschreiben. Ebenso wie ihre Eltern hat sich die lebenslustige Hannah für einen sozialen Beruf entschieden. Sie wollte gern Lehrerin werden. Während ihres Studiums findet Hannah schnell Anschluss und knüpft allerhand Kontakte und neue Freundschaften. Während ihres 3. Studienjahres geht sie sogar eine Beziehung mit einer Kommilitonin ein. Zwar missfällt ihrem Vater Hannahs gleichgeschlechtliche Beziehung zu einer Frau, doch trotz dieser gravierenden Meinungsverschiedenheit verstehen sie sich gut miteinander und halten an Hannahs Besuchen und ihrem regelmäßigen Austausch fest. Die junge Studentin engagiert sich nicht nur in ihrem Freundeskreis. Sie gilt auch als sehr umweltbewusst und setzt sich unter anderem für Organisationen zur Aufklärung über HIV ein. Nach ihrem Abschluss zieht sie nach New York City, um dort als Lehrerin zu unterrichten und arbeitet parallel daran, ihren Masterabschluss an der Pace University zu machen.
Zum ersten Mal verschwindet Hannah im Sommer 2008. Am Freitag, den 29. August, verlässt sie ihr Apartment in Harlem, im Norden von New York Citys wohl berühmtesten und belebtesten Stadtteil Manhattan, mit einem unbestimmten Ziel. Sie verabschiedet sich von ihrem Mitbewohner, Manuel Ramirez, der ebenfalls als Lehrer arbeitet, und verschwindet danach in der Millionenmetropole. Als Hannah weder an diesem noch am nächsten Tag nach Hause kommt, beginnen sich Manuel und eine weitere Mitbewohnerin namens Samantha Gallardo Sorgen zu machen. Als Manuel Hannahs Zimmer durchsucht, um nachzusehen, ob sie vielleicht Gepäck mitgenommen hat, um spontan zu verreisen, findet er ihr Portemonnaie, ihr Handy und ihre Fahrkarte für die U-Bahn. Das bedeutet, dass Hannah ihre Wohnung von nunmehr als 24 Stunden ohne jegliche persönlichen Gegenstände verlassen hat. Und auch an der Thurgood Marshall Academy, an der Hannah Spanisch unterrichtet, erscheint die als zuverlässig geltende junge Frau nicht zum ersten Schultag, sodass sie schließlich bei der Polizei als vermisst gemeldet wird. Hannahs Familie ist ratlos und kann sich das Verschwinden nicht erklären. Hannahs älterer Bruder Dan, der inzwischen über die US-Marine in Japan stationiert ist, schreibt zu dieser Zeit in einer E-Mail: Sie ist kein naives Kleinstadtmädchen in der großen Metropole, das denkt, die Welt sei aus Zuckerwatte gebaut. Sie ist eine sehr kluge, sehr sensible junge Frau, die sich über ihre Umgebung stets im Klaren ist und weiß, dass nicht jede Person, die sie trifft, unbedingt gute Intentionen hat. Als Hannahs ehemalige Kommilitonen von ihrem Verschwinden erfahren, fertigen sie sofort Flyer mit einem Bild von Hannah an und verteilen sie. Auch eine Facebook-Seite wird für die Suche nach Hannah von einer Freundin eingerichtet. Eine Maßnahme, die im Jahr 2008 nicht unbedingt selbstverständlich war. Schon bald wird auch die Presse auf Hannahs Fall aufmerksam und lichtet immer wieder Fotos von der jungen vermissten Frau ab. Und tatsächlich melden sich schon bald einige Personen bei der Polizei, die Hannah gesehen haben wollen. Im Apple Store an der beliebten Fifth Avenue wird Hannah sogar von Überwachungskameras dabei gefilmt, wie sie ihre E-Mails checkt. Auf den Aufnahmen sieht man, dass eine zunächst unbekannte Person sie anspricht. Diese Person wird später ermittelt und befragt. Sie gibt an, die junge Frau gefragt zu haben, ob sie die vermisste Hannah Up sei. Die Frau habe dies verneint und daraufhin das Geschäft verlassen. Ihre Angehörigen bestätigen gegenüber der Polizei und den Medien jedoch, dass es sich bei der Frau auf den Kameraaufnahmen definitiv um Hannah handelt. 2 Tage später wird sie in einer Starbucks-Filiale im Stadtteil Soho gesehen. Doch als die Polizei eintrifft, ist sie bereits durch die Hintertür des Cafés verschwunden. Außerdem wird Hannah insgesamt 8-mal in 5 verschiedenen Filialen des Fitnessstudios New York Sports Club, in dem sie Mitglied ist, gesehen, wo sie die Duschen des Studios benutzt. Obwohl Hannah immer wieder gesehen wird, ist sie der Polizei stets 2 Schritte voraus und wird nicht gefunden. In den Medien verdichten sich nun die Gerüchte, dass Hannah mit voller Absicht untergetaucht sei. Die Schule, an der sie unterrichtet, ist nicht ganz unproblematisch. Und mittlerweile glauben sogar einige Ermittler, sie habe nicht an die Schule zurückkehren wollen, um sich vor den Konflikten im Alltag als Lehrerin zu verstecken. Als weiterer möglicher Grund für ihr Verschwinden wird Hannahs Umweltbewusstsein ins Spiel gebracht. Erst vor kurzem hatte sie sich einer antimaterialistischen Gruppe namens Freegans angeschlossen, die unter anderem auch Dumpster Diving betreibt, also in Müllcontainer nach Lebensmitteln sucht, die trotz kleiner Macken noch verwertbar sind. Für einige New Yorker Ermittler ist dies wohl Grund genug anzunehmen, Hannah könne sich der Gruppierung angeschlossen haben und wolle nun ein ungestörtes Leben abseits des Systems führen. Doch diese Annahme führt nach wie vor nicht dazu, dass Hannah aufgegriffen werden kann. Am Mittag des 16. September 2008 entdeckten 2 Männer, die auf einem Fährdeck in der Nähe der weltberühmten Freiheitsstatue arbeiten, einen im Wasser treibenden weiblichen Körper. Ihnen gelingt es, die junge Frau lebend aus dem Fluss zu ziehen. Hätten sie die Frau, die mit dem Gesicht nach unten im Wasser getrieben ist, nur einige Minuten später entdeckt, hätte diese wohl nicht überlebt. Die Frau wird aufgrund von Unterkühlung, Dehydrierung und eines schweren, einseitigen Sonnenbrands ins Krankenhaus eingeliefert. Nachdem sie sich zuerst weigert, mit den Polizeibeamten zu sprechen, verändert sich ihr Ausdruck und ihr Verhalten mit einem Mal. »Warum bin ich so nass?«, fragt sie das Krankenhauspersonal, als wüsste sie gar nicht, dass sie noch vor wenigen Stunden in letzter Minute aus einem Fluss gerettet wurde. Die Frau, die nun mit dem Personal zu kooperieren beginnt, stellt sich tatsächlich als die nunmehr als 3 Wochen lang vermisste Hannah Up heraus.
Als sie gefunden wird, trägt sie einen Tanktop und Shorts. Dieselben Klamotten, in denen sie 3 Wochen zuvor ihre Wohnung in Harlem verlassen hatte. Bei einer späteren Befragung gibt sie an, dass das Letzte, woran sie sich erinnern könne, die Tatsache sei, dass sie ihre Wohnung zum Joggen verlassen habe und losgelaufen sei. Als die Ärztinnen und Ärzte ihr erklärten, dass seit diesem Tag inzwischen mehr als 20 weitere vergangen waren, zeigt Hannah sich vollkommen ungläubig. An die knapp 3 Wochen, die zwischen ihrem Aufenthalt im Krankenhaus und dem Tag, an dem sie ihre Wohnung verlassen hat, kann sie sich schlichtweg nicht erinnern. Als ihr Mitbewohner Manuel, der Hannah ja gemeinsam mit der weiteren Freundin Samantha als vermisst gemeldet hatte, ins Krankenhaus kommt, sagt Hannah zu ihm, sie hoffe, schnell entlassen zu werden, da sie ja noch ihren Klassenraum für den morgigen Start ins neue Schuljahr vorbereiten müsse. Hannah hat also nicht nur ihre Erinnerungen, sondern auch jegliches Zeitgefühl verloren. Das Letzte, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie im Riverside Park in der Nähe ihrer Wohnung gewesen sei. Einer Journalistin, die sie nach ihrem Wiederauftauchen interviewt, erzählt sie, dass ihr die vergangenen 3 Wochen vorgekommen seien, wie gerade einmal 10 Minuten. Ihre Mutter Barbara verbringt viel Zeit im Krankenhaus, um ihrer Tochter Gesellschaft zu leisten und ihr bei den zahlreichen Untersuchungen und Befragungen zur Seite zu stehen. Eines Nachts wacht Hannah mitten in der Nacht auf und sagt den Satz: "Ich war in einem Leuchtturm." Als Barbara sie aber am nächsten Morgen zu dieser merkwürdigen Äußerung befragt, kann Hannah sich nicht mehr daran erinnern, diese Worte jemals ausgesprochen zu haben. Während ihres insgesamt 3-wöchigen Krankenhausaufenthalts wird Hannah nun eine Krankheit namens dissoziative Fugue diagnostiziert, einer seltenen Form der dissoziativen Amnesie. Zuvor wurden neurologische Erkrankungen durch eine Reihe von Tests eigentlich ausgeschlossen. Betroffene der dissoziativen Fugue verlieren einige oder alle Erinnerungen an die eigene Vergangenheit und verschwinden im Zusammenhang damit oft aus ihrem gewohnten Lebensumfeld. Die Zustände der dissoziativen Fugue können Stunden, Wochen, aber auch ganze Monate andauern, sodass Menschen mit diesem Syndrom im schlimmsten Fall ein ganz neues Leben beginnen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, wer sie eigentlich sind. Ausgelöst wird dieses Krankheitsbild, wie viele dissoziative Störungen, in der Regel durch traumatische Erlebnisse oder außergewöhnlich belastende Ereignisse. So ist eine dissoziative Fugue eine Art durch das Unterbewusstsein gesteuerte Flucht vor überwältigenden Situationen oder den Erinnerungen an sie. Das Bewusstsein schaltet sich im Grunde ab und wird durch ein neues ersetzt. Im Fall von Hannah allerdings ist merkwürdig, dass sie sich an kein traumatisches Erlebnis erinnern kann, das ihre Symptome ausgelöst haben könnte. Auch unter Hypnose kann Hannah keine Hinweise auf den Schlüssel zu ihrer Krankheit liefern. Und auch ihre Familie bekräftigt, dass Hannah als Kind nie etwas erlebt habe, was als traumatisch einzuordnen wäre. Als Hannah unter Artikeln im Internet die Anschuldigungen liest, sie wäre absichtlich verschwunden oder wollte vor ihrem Alltag fliehen, ist ihr das sehr unangenehm. Sie zieht sogar in Erwägung, ihren Namen zu ändern, entscheidet sich aber dagegen. Hannah möchte sich nicht selbst aus dem Weg gehen, sondern an sich selbst und ihrer Gesundheit arbeiten. Tatsächlich gibt es schon seit Jahrzehnten Aufzeichnungen zu ähnlichen Krankheitsbildern wie Hannahs, wenngleich die meisten Menschen wahrscheinlich nicht viel über Dissoziation wissen, eben weil sie so selten auftreten. Immer wieder scheinen Menschen wie vom Erdboden verschluckt, ehe sie nach mehreren Tagen oder auch nach mehreren Jahren an völlig neuen Orten wieder zu sich kommen und dort ein ganz neues Leben aufgebaut haben. Hannah gelingt es nach einiger Zeit, sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen, und erholt sich gut von dem Zwischenfall im Jahr 2008. Sie spricht mit einigen Therapeuten über ihre Episode, empfindet es aber als hilfreicher, mit ihren Freunden darüber zu reden. Sie äußert zu dieser Zeit, dass sie das Gesundheitswesen im Bereich der mentalen Gesundheit als zu dogmatisch empfindet und glaubt, Ärzte wollen nur Diagnosen bekannter Krankheitsbilder stellen, ohne individuell auf den Menschen wirklich einzugehen. Hannah und auch ihre Mutter Barbara haben das Gefühl, dass ihre Episode außerhalb dessen liegt, was einen Namen oder eine Definition hat. Gleichzeitig möchte sie aber die Krankheit auch nicht zum Mittelpunkt ihres Lebens machen. Ganz im Gegenteil, am liebsten würde sie so schnell wie möglich wieder in den Alltag starten.
Etwa ein Jahr nach der Episode krempelt sie ihr Leben um und zieht zu ihrer Mutter, die in Pendle Hill in Pennsylvania lebt. Pendle Hill gilt als eine Rückzugsstätte für Angehörige aller möglichen Religionen, ist jedoch der Quäkergemeinde sehr nah. Dabei handelt es sich um eine religiöse Gemeinschaft, die ihre Wurzeln im Christentum hat. Eine Säule dieses Glaubens bildet die Annahme, das Göttliche sei im Menschen selbst zu finden. Besonders soziales Engagement und Güte spielen in dieser Gemeinschaft eine zentrale Rolle. Hannah, die sich dem Quäkertum schon immer verbunden gefühlt hat, arbeitet dort in der Küche und besucht regelmäßig Gebetsstunden. Auch während ihrer Zeit in Pendle Hill tritt Hannah als überaus hilfsbereit auf. Wann immer andere Bewohner Probleme haben, steht sie mit helfenden Händen oder offenen Ohren bereit. Allerdings ist sie recht verschlossen, was ihre eigene Person angeht und scheint wesentlich lieber über andere als über sich selbst zu reden. Das scheint auch zu der Aussage der Freundin zu passen, die äußerte, Hannah habe Probleme damit gehabt, sich selbst über ihre religiösen Glaubenssätze hinaus zu charakterisieren. Die Jahre vergehen und Hannah macht als Lehrerin Karriere. Sie nimmt einen Job an einer Montessori-Schule in Kensington an, einer Kleinstadt in Maryland. Hannah kann sich mit der Montessori-Pädagogik gut identifizieren und saugt jegliches Wissen über das Thema förmlich auf, sodass sie es kaum erwarten kann, ihre neue Stelle anzutreten. Aber am Morgen von Hannahs erstem Arbeitstag erhält Barbara einen Anruf von der Polizei. Diese berichtet ihr, dass das Telefon, die Tasche und das Portemonnaie ihrer Tochter auf einem Pfad in Kensington gefunden worden seien. Eine Kollegin berichtet später, sie habe Hannah auf dem Weg zur Schule gesehen. Hannah sei jedoch mit schnellen Schritten in die falsche Richtung gelaufen. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Für Hannahs Mutter Barbara muss sich diese Situation anfühlen wie ein böser Traum. Das gleiche Szenario. Sie steht kurz davor, Lehrerin zu werden und verschwindet dann einfach, als würde irgendetwas in ihr verhindern wollen, dass sie ein normales Leben führt. Barbara macht sich gemeinsam mit Freunden auf den Weg nach Maryland, um nach Hannah zu suchen und Flyer aufzuhängen, so wie es Hannahs Freunde schon nach ihrem ersten Verschwinden getan haben. Am Morgen nach ihrer Ankunft in Maryland erhält Barbara einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Als sie abhebt, hört sie die Stimme ihrer Tochter. Alles, was sie sagte, war: Mom? Durch den Anruf, den Hannah über ein von einem Fremden geliehenes Handy getätigt hatte, gelingt es schließlich, sie 2 Tage nach ihrem erneuten Verschwinden in einer Bucht etwa 1,5 Meilen von ihrer Schule entfernt zu finden. Wie Hannah in das Wohngebiet, in dem sie aufgegriffen wurde, gelangt ist und was in den vergangenen 2 Tagen passiert ist, kann Hannah nicht erklären. Nach dieser 2. Episode der dissoziativen Fugue lassen sich einige Parallelen zu ihrer ersten herstellen. Erneut verschwindet Hannah am ersten Schultag. Und sowohl kurz vor ihrem Verschwinden 2008 als auch 2012 war sie jeweils auf einer Auslandsreise bei ihrem Vater. Zusätzlich schien sie sich in beiden Episoden vom Wasser angezogen gefühlt zu haben und kam dort dann wieder zu sich. Hannahs Vater David weigert sich, einen Zusammenhang zwischen den Auslandsreisen mit ihm und den Episoden herzustellen. Reisen ist einfach das, was wir eben machen. Hannah und ich waren gemeinsam in 25 Ländern. Das ist normal, nicht erschütternd. Glücklicherweise erholt Hannah sich diesmal ohne einen Krankenhausaufenthalt von ihrer Episode und kehrt schon nach wenigen Tagen zurück zur Arbeit an die Schule. Im darauffolgenden Jahr erhält sie ein neues Jobangebot. Eine Montessori-Schule auf den Jungferninseln möchte sie als Lehrerin für Vorschüler einstellen. Die Inselgruppe gehört zu den USA und ist zwischen dem Atlantik und der Karibik gelegen. Die Strände sind weiß, das Wasser klar und türkis und das Klima paradiesisch. Hannah entscheidet sich dafür, diese Chance wahrzunehmen und zieht tatsächlich nach St. Thomas, auf eine der Jungferninseln. Sie liebt ihr neues Zuhause und nennt ihre Wohnung scherzhaft ihren kleinen Inselpalast. Zwar geht sie an ihrem neuen Wohnort zu einem Therapeuten, jedoch stärkt sie noch lieber ihre physische Gesundheit und geht jeden Tag im Meer schwimmen, teilweise mehrere Meilen weit. Sie besucht auch auf St. Thomas eine religiöse Gemeinde, die persischstämmige Baha'i Faith,
die sich auf die Einigkeit der Menschen und Nächstenliebe fokussiert. Da Hannah sich aber nicht mit den traditionellen Familienwerten, die die Religion vorsieht, identifizieren kann, hört sie irgendwann auf, die Treffen zu besuchen. In ihrem Job wird Hannah als Pädagogin, aber auch als Mensch von Schülerinnen und Schülern, Eltern und ihren Kollegen geschätzt. Der Direktor ihrer Schule entscheidet sich dazu, sie zu befördern und schickt sie zu einem Kurs nach Portland, um ihre Kenntnisse zu erweitern und später eine eigene Klasse leiten zu können. Eine Direktorin der Schule erkennt in Hannah sogar das Potenzial, die Montessori-Bewegung auf einem politischen Wegen an Schulen in aller Welt zu bringen. Tatsächlich verkörpert Hannah die Montessori-Leitsätze mittlerweile komplett und pilgert sogar zu Maria Montessoris Grab, der Pionierin und Namensgeberin dieser Bewegung. Eine Freundin von Hannah sagt später, es war Hannahs neue Kirche. Es gibt Regeln, und wenn du den Regeln folgst, werden gute Dinge passieren. Ihr Verlangen, jemanden anzubeten, hat sie nie verlassen. Hannah verbringt insgesamt 4 Jahre auf St. Thomas und unterrichtet an der Montessori-Schule, bis sie ein drittes und letztes Mal verschwindet. Sicherlich wisst ihr, dass die Vereinigten Staaten und vor allem die Inselnationen oft von Hurrikanen heimgesucht werden. So passiert es auch am 6. September 2017. Der Hurrikan Irma trifft St. Thomas mit voller Wucht. Die Windböen erreichen bis zu 135 Meilen pro Stunde. Hannah harrt gemeinsam mit anderen Bewohnern ihres Apartmentkomplexes im Wäscheraum des Hauses aus. Durch den Sturm werden Fenster zerstört und eine Hochspannungsleitung stürzt auf das Dach. Doch Hannah und ihre Mitbewohner haben Glück im Unglück und haben mit dem Wäscheraum ein sicheres Versteck gewählt. Als sich der Sturm am nächsten Tag gelegt hat, ist die Insel kaum noch wiederzuerkennen. Häuser sind zerstört, Bäume aus dem Boden gerissen und die gesamte Insel ist schlammbedeckt. 6 Tage nach dem Hurricane fährt Hannah zu ihrem Ex-Freund Joe Spellino, der als Tauchlehrer auf der Insel arbeitet, um nach ihm zu sehen. Sein Haus findet sie jedoch leer vor, ehe sie von einem Vermieter erfährt, Joe habe sich auf den Weg zum Hafen gemacht, um mit einem Notschiff die Insel zu verlassen. Die Notschiffe werden deshalb eingesetzt, weil sich bereits ein neuer Sturm, der Hurricane Maria, der Insel nähert. Hannah fährt zum Hafen und unterhält sich einige Zeit mit Joe, der mit einem der Notschiffe nach Puerto Rico fahren möchte. Er lädt sie ein, mit ihm zu kommen, doch sie lehnt nach kurzem Überlegen ab und verabschiedet sich von Joe. Am nächsten Tag hilft sie einer Kollegin in der Schule dabei, das Gebäude sturmfest zu machen. Dabei verhält sie sich nach Angaben der Kollegin höchst sonderbar und antwortet nur kurz angebunden und monoton auf Fragen und Aufforderungen, was ihrer eigentlich sehr quirligen Art widerspricht. Noch in derselben Nacht drängen ihre Mitbewohner darauf, am nächsten Tag die Insel zu verlassen, um sich vor dem drohenden zweiten Hurrikan in Sicherheit zu bringen. Doch Hannah besteht vehement darauf, auf St. Thomas zu bleiben, um so bald wie möglich die Schule wieder öffnen und den Kindern eine gewohnte Routine bieten zu können. Tatsächlich wird Hannah am nächsten Morgen von einer Mitbewohnerin dabei gesehen, wie sie sich mit ihrem Auto auf den Weg zur Schule macht. Allerdings kommt sie dort nie an. Auch am darauffolgenden Tag erscheint sie nicht zu einem Meeting in der Schule. Hannahs Freundin Maggie, die ebenfalls auf der Insel lebt, kontaktiert sofort Freundinnen und Freunde von Hannah, die sowohl auf dem Festland als auch auf St. Thomas leben. Aber niemand von ihnen hat seit dem Tag, an dem sie Joe am Hafen besucht hat, von Hannah gehört. Den Freunden fällt auf, dass Hannah wieder etwa zur gleichen Jahreszeit verschwindet. Da sie die letzten beiden Male in der Nähe des Wassers gefunden wurde, raten die Freunde Maggie dazu, an den Stränden nach der jungen Lehrerin zu suchen. Maggie und weitere Freunde suchen daraufhin den Sapphire Beach auf, wo Hannah oft schnorchelte. Tatsächlich finden sie an einer Strandbar Hannahs Sommerkleid, ihre Schuhe und ihren Autoschlüssel. Die Mitarbeiter der Bar sagen aus, sie hätten die Gegenstände im Sand gefunden, als sie die Sturmschäden beseitigt haben. Tatsächlich befindet sich Hannahs Auto auch in der nahegelegenen Parkbucht. Darin werden ihr Portemonnaie und Handy gefunden. Zunächst einmal sind die Freunde erleichtert darüber, eine Spur von Hannah gefunden zu haben. Da Hannahs Kleidung und ihr Autoschlüssel im Sand gefunden wurden, halten sie es für gut möglich, dass Hannah vielleicht am Sapphire Beach wie so oft schwimmen gegangen ist. Da sie eine sehr gute Schwimmerin ist, hätte Hannah durchaus Chancen, trotz der angespannten Wetterlage über eine längere Zeit im Wasser zu überleben.
Die Küste wird mit Booten und Helikoptern abgesucht. Gleichzeitig wird geprüft, ob Hannah vielleicht doch mit einem Evakuierungsboot die Insel verlassen hat. Doch weder sie selbst noch ihr Name tauchen irgendwo auf. Allerdings muss auch bedacht werden, dass St. Thomas sich zu diesem Zeitpunkt in einem absoluten Ausnahmezustand befunden hat. Während die Aufräumarbeiten nach dem Hurricane Irma noch im vollen Gange sind, müssen sich die Inselbewohner schon wieder auf den Hurricane Maria vorbereiten oder die Insel überstürzt verlassen, sobald sich ihnen eine Gelegenheit bietet. Es gab also nicht viele Kapazitäten, die für das Verschwinden von Hannah aufgebracht werden konnten. Aufgrund dieser Umstände muss die Suche 3 Tage später auch abgebrochen werden. Es wird gesagt, dass sofort weitergesucht wird, sobald es das Wetter wieder zulässt. Wäre Hannah tatsächlich in den letzten Tagen im Wasser zu Tode gekommen, würde ihr Körper nun wahrscheinlich irgendwo an der Wasseroberfläche treiben. Doch auch als die 2. Suche startet, kann sie nicht gefunden werden. Jeder Winkel der Insel, vom Flughafen über das Krankenhaus und die Strände bis zum Leichenschauhaus, wird nach Hannah gesucht. Doch wieder einmal ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Mit jedem Tag, der vergeht, scheint es unwahrscheinlicher, dass Hannah noch lebend gefunden werden kann. Doch auch ihr 3-wöchiges Verschwinden in New York schien zwischenzeitlich aussichtslos, ehe sie relativ wohlbehalten gefunden werden konnte. Daraus schöpfen Freunde und Angehörige Hoffnung und geben nicht auf. Sie ziehen sogar in Erwägung, Hannah könne sich vielleicht einer neuen Gemeinde angeschlossen haben oder ohne Ausweispapiere auf eines der Evakuierungsboote begeben haben und damit doch noch nach Puerto Rico eingereist sein, wie ihr Ex-Freund Joe es ihr vorgeschlagen hatte. Selbst wenn sie ihr Gedächtnis wieder einmal verloren hätte, könnte sie sich dort zurechtfinden, denn sie hat ja lange als Spanischlehrerin gearbeitet und beherrscht diese Sprache dementsprechend fließend. Doch diese Annahmen sind eben nur Spekulationen. Indizien oder Hinweise, die das belegen würden oder können, gibt es keine. Am 21. November, etwa 2 Monate nach Hannahs Verschwinden, kommt ihre Mutter Barbara mit einem One-Way-Ticket nach St. Thomas. Zuvor hatte sie noch immer bei der Quäkergemeinde in Pennsylvania gelebt. Die Mitglieder der Gemeinde legten Geld zusammen, um ihr den Flug nach St. Thomas bezahlen zu können. Barbara beginnt dort in einem Hotel zu arbeiten, wo sie im Gegenzug auch wohnen darf. Um diese Zeit herum normalisiert sich das Leben auf den Jungferninseln allmählich. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die evakuiert wurden, kehren zurück, die Geschäfte werden wieder geöffnet und die Aufräumarbeiten nach den 2 verheerenden Stürmen gehen zügig voran. Die Welt scheint sich wieder weiterzudrehen. Normalität kehrt ein. Doch nicht für Barbara, denn Hannah ist immer noch verschwunden und es gibt keine neuen Spuren. Sie weiß nicht, wo ihre Tochter ist oder ob sie überhaupt noch lebt. Barbara versucht durch Gespräche mit ihren Freunden und Kollegen und den Besuchen von Hannahs liebsten Orten auf der Insel eine Idee davon zu bekommen, wie sich ihre Tochter wohl gefühlt hat und was in ihr vorgegangen ist. Barbara ist sich sicher, dass auch Hannahs 3. Verschwinden wieder mit einer Episode ihrer dissoziativen Fugue zusammenhängt. Am 23. Januar 2018 gibt es endlich den lang ersehnten Anruf. 2 Mitarbeiter der Obdachlosenhilfe von St. Thomas geben an, Hannah in einem verlassenen Gebäude, an dem sich oft Drogenabhängige aufhalten, gesehen zu haben. Barbara und ein Detective machen sich umgehend auf den Weg zu dem besagten Gebäude und treffen dort tatsächlich eine junge Frau an. Doch Barbara erkennt sofort, dass es sich nicht um ihre Tochter handelt. Noch heute gibt es ab und an Meldungen über vermeintliche Sichtungen von Hannah. Doch ähnlich wie bei ihrem ersten Verschwinden kann sie nie von der Polizei aufgespürt werden. Auf einer Facebook-Seite, die eingerichtet wurde, um die Suche nach Hannah abzuerleichtern, wird von einer letztmaligen potenziellen Sichtung im Februar 2019 berichtet. Eine Person, die Hannah sehr ähnlich sieht, wurde auf St. Croix, einer Insel, die ebenfalls zu den Jungferninseln gehört, dabei gesehen, wie sie an einer Landstraße entlang lief. Ob diese Person wirklich Hannah oder doch jemand anders gewesen ist, ließ sich nicht abschließend klären. Danach scheint sich die Spur von Hannah ab endgültig zu verlieren. Es mag für den einen oder anderen von euch nach einem ganz klaren Fall klingen. Hannah verschwand zum letzten Mal während eines schweren Unwetters auf einer Insel mitten im Ozean und wurde bis zum heutigen Tag nicht gefunden. Die Vermutung, dass Hannah nicht mehr lebt, liegt nah. Aber dennoch sind auch die Einwände gegen diese Annahme von Seiten der Freunde und Familie nicht von der Hand zu weisen. Sie ist eine außergewöhnlich gut trainierte Schwimmerin. Selbst wenn sie am Strand wieder eine Episode durchlebt und die Orientierung verloren hätte,
hätte sie in der Zeit zwischen den beiden Hurricanes gute Überlebenschancen gehabt. Außerdem sagen Bewohner von St. Thomas immer wieder, dass Körper von Menschen, die von der Insel verunglücken, in der Regel am Strand angespült werden. Auch das ist nie passiert. Hinzu kommt noch, dass Hannah durch ihre Sprachkenntnisse und ihre charmante und offenherzige Art schnell Anschluss finden kann, auch wenn sie mitten in einer Episode steckt. Die Möglichkeit, dass Hannah jetzt gerade irgendwo lebt, ohne zu wissen, wer sie ist und wo sie herkommt, ist also durchaus gegeben. Neben den offensichtlichen Fragen sind auch andere Begebenheiten nicht abschließend geklärt. Weshalb hat Hannah überhaupt die dissoziative Fugue entwickelt? Wie vorhin schon erläutert, gibt es in den meisten Fällen einen psychischen Ausnahmezustand, der dafür verantwortlich ist. Den Hannah aber laut ihrer Familie und auch ihren eigenen Aussagen nach nie durchlebt hat. Und weshalb fühlt sie sich während ihren Episoden so sehr zum Wasser hingezogen? Ohne Hannah zu Rate zu ziehen, ist eine Antwort auf diese Fragen unmöglich. Wie bewertet ihr Hannah Upps Verschwinden? Glaubt ihr, dass sie einfach großes Unglück hatte? Oder steckte erneut ihre Krankheit dahinter, die dazu führte, dass sie anderswo ein ganz neues Leben begonnen hat? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und Theorien zu diesem Fall. Mich würde auch interessieren, ob ihr Videos dieser Art, also mehr mysteriöse, gut findet oder ob wir einfach bei reinem True Crime bleiben sollen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur 2 Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr diesen Kanal enorm und trägt gleichzeitig den Algorithmus dazu an, Insolito Leuten vorzuschlagen, die den Channel noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.